Moin Leute, viele Angler fragen sich immer wieder, ja was bringt denn, wenn da eine Insel im Teich ist? Soll ich da ganz normal in der Mitte angeln oder wie soll ich dort angeln? Haben wir eine Insel in einem Teich, haben wir einmal den Vorteil, wir haben zwei Kanten. Einmal eine Kante direkt vor den Füßen und einmal eine weitere Kante gegenüber an der Insel. Dort würde ich immer wieder eine Montage, zum Beispiel einen Bodentaster ablegen, da die Fische ja wirklich dort einmal in einer Insel Schutz finden. Und einmal durch den meist runden Teil der Insel haben wir den Vorteil, die Fische schwimmen sehr oft im Kreis. Das heißt, während des Angeltages werden sie sehr oft immer wieder an den Montagen langziehen. Und wenn man dort seine Köder platziert hat, wird man auch immer wieder Fische fangen. Zusätzlich solltet ihr einmal beachten, je nach Tageszeit und Sonnenstand haben wir auf der einen Seite Schatten und auf der anderen Seite Sonne. Und so stellen die Fische sich je nach Sonnenstand auf eine bestimmte Seite. Für weitere Videos im Bereich Forelle folgt mir doch gerne.